Ach, ist es schon wieder soweit. Draußen werden die Tage immer kürzer und das Wetter macht uns immer einen Strich durch die Rechnung. Also setzen wir uns doch rein und frönen unserer Leidenschaft dem FIFA-Spielen ein bisschen. Und zwar heute Hannover gegen Freiburg. Das ist das Spiel in der Bundesliga, was wir uns jetzt mal vorgenommen haben. Ja, die Spielkommentatoren, die da jetzt stehen, sind natürlich falsch. Das bin natürlich ich und der Huni Hunsen und der Markus. Und der Marco spielt mit Freiburg und der Huni Hunsen spielt mit Hannover. Und dann lasst uns mal sofort einen Blick auf die Aufstellung werfen. Kein Spiel. Nationalmannschaft Ziele im Tor. Oh, ohne Diouf, das ist aber mutig. Ja, guck mal. Das ist mutig, hier den besten Stürmer von Hannover rauszulassen, das ist mutig. Dann wird er wundern, wenn du auf den Sack kriegst. Ne? Ja. Hauptsache Kruse spielt, dann kann eigentlich normalerweise bei Freiburg schon mal nichts schief gehen. Der beste Mann da, in dem Tor warst. Da war ja auch noch was drin, so. War Harnik auch noch, ich mag ihn trotzdem nicht. Ist doch lustig. Ja, dann müsste er ja eigentlich bei mir spielen. Ich schluck die Scheiße. Was? Geht da nur auf den Sack, ey. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Da ist er doch. Kruse. Ain't nobody got time for this. Nobody can cross it. The bus can't swim. The bus can't swim. Freiburg 09. Hä? Ja, Vorteil für mich? Was denn? Hast du noch bestochen? Hört nur klack, 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 klack. Ich hab noch versucht da... Ach, wir müssen von Ecke. Okay. Was hat Hannover jetzt noch hinzuzusetzen? Steuert Hunsen auf die nächste Niederlage zu oder kann er das Ruder noch rumreißen? Das ist jetzt die Frage. Okay, mit sowas nicht. Thank you.
Oh, was macht der denn? Das ist eine gute Kackflanke. Zu schießen müssen. Ja. Hätte ich wohl, ne? Greift die Segel hier. Er blowt die Whistle, das heißt Halbzeit. Aber gewalt. Du hast eine interessante Zockhaltung, Markus, muss ich mal sagen. Ich bin auch gleich rein. Das reicht ja noch. Du kannst auch hier nachher nach Haya gehen. Du musst eben noch Markus Hunsen besiegen. Ja, und wie das aussieht, klappt das wieder mal ganz gut. Aber was macht der denn? Die Kacke da raus. Hey. Schwere Kost. Und das zu schön machen. Ja, wo ist der Diouf, den man immer braucht, ne? Oh, was machst du denn, ey? Ja, ich schieß doch drauf. Es wäre zu einfach gewesen. Ja, stimmt. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Das ist eine pure Verzweiflung, die da in den Schüssen steckt. Kann Hannover das jetzt noch drehen? Ich weiß es nicht. Zaubert er irgendwie. Was schlau dran? Warum hat er so viele Haare? Ja. Und ich hatte da schon einen Halbplatz da oben drauf. Halbplatz ist aber noch nicht zum Schieben. Tja. Aber schlau drauf und sein Ex-Mannschaftskollege Stoppelkamp durften ja schon mit Boris Becker pokern, das durftest du noch nicht. Ja. Ich hätte auch nicht so die große Lust drauf eigentlich.
Hauptsache er hat mich nicht im Besenschreck von der Scherz. Unso, verdammt. Er weiß ja, wo ich ja heute. Jetzt fängt er nicht noch ein. Na, das war so klar. Ach Mann, ey. Gute Verteidigerleistung von mir mal wieder. Schön in Sicherheit gebogen, in Hunsen, dass er dachte, jetzt habe ich es im Sack und dann zack. Oder sogar ein bisschen Pfostenball. Und da geht alles. Genau, ein 3-1 ist noch möglich. Ganz, ganz heftiger Schuss. So, ich bin abgerutscht, der wird noch ins Leben. Ist ja schon Standard eigentlich, dass Hunsen noch auf den Sack kriegt. Und mit diesem schönen Ergebnis von 2-1 für den SC Freiburg gehen wir zurück in die 5 Rollen.